Dieses Manga, japanisches Wort für Bildergeschichte, entstand auf der Grundlage der Robinsonade, die Gesell im Jahr 1920 schrieb. Silvio Gesell lebte von 1862 bis 1930. Er war selbst Geschäftsmann und sorgte sich um das Elend, das durch wirtschaftliche Krisen hervorgerufen wurde und weite Kreise erfasste. Er erkannte den Fehler im Geldsystem selbst und veröffentlichte zahlreiche Bücher über diese Themen. Die Robinsonade gehört mit zu seinen herausragendsten Geschichten, in denen er an anschaulichen Beispielen versuchte, die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Wenn in unserem herkömmlichen Geldsystem jemand Geld verleiht, werden ihm Zinsen ausbezahlt. Jemand, der sich Geld ausleiht, bezahlt Zinsen. Niemals hat jemand dieses System in Frage gestellt. Aber ist es wirklich so selbstverständlich? Auf welcher Grundlage beruht diese Selbstverständlichkeit? Die Robinsonade. Während eines heftigen Sturms auf seiner Fahrt durch die Südsee erlitt Robinson Schiffbruch. Zum Glück im Unglück strandete das Schiff in der Nähe einer kleinen, menschenleeren Insel. Robinson rettete sich auf diese Insel und nach gelang es ihm, alle möglichen Gegenstände vom Schiff zu bergen. Eines Tages jedoch, während eines Taifuns, versanken auch die letzten Reste des Wracks. Allein auf der menschenleeren Insel begann er nun sein Leben dort einzurichten. Es war ein großer Vorteil für Robinson, dass er die natürliche Abenteuerlust eines Pioniers besaß. Er baute eine Hütte, bestellte Felder für Gemüse und Getreide, hielt sich wilde Ziegen, so konnte er von der Ernte gut leben. Eines Tages beschloss er, einen Kanal vom Berg oben zu seiner Hütte anzulegen, um seine Ernte leichter einbringen zu können. Robinson hat nach reiflichen Überlegungen sein Haus an der Südseite errichtet und am feuchten und fruchtbaren Hang auf der Nordseite Gemüse und Getreide angepflanzt. Da er sich den mühevollen Transport seiner geernteten Güter erleichtern wollte, fasste er den Entschluss, einen Kanal zu bauen. Um zu vermeiden, dass der Grund des Kanals verschlammt, muss er ohne Unterbrechung an dem Kanal arbeiten. Die dafür benötigte Zeit veranschlagte er auf 3 Jahre. Na Gott sei Dank, den ersten Teil meines Plans kann ich abhaken. Ich habe Pökelfleisch, Weizen und Kleidung angesammelt und sicher gelagert. Für die nächsten 3 Jahre kann ich mich nun unbesorgt der eigentlichen Arbeit widmen. Nanu, was ist das, du meine Güte? Ein Mensch. Der scheint aber nicht aus dem Süden zu sein. Hey du, wer bist du, ein Schiffbrüchiger? Nicht, ich habe keine böse Absicht. Bitte nicht schießen. In der Robinsonade von Gesell treffen sich Robinson und sein Besucher auf ganz natürliche Weise. In der Originalgeschichte von Robinson Crusoe wurde sein Charakter als umsichtig und bedächtig geschildert. Hier liegt ein feiner Unterschied. Der junge Mann sagte, dass er Menzana heiße und sein kleines Boot auf dem Meer draußen gekentert sei. Schließlich habe er sich auf diese Insel retten können. Du hast ja ein großartiges Warenlager hier. Ja, ich habe mir für meinen Plan einiges zusammengespart. Wenn es dir recht ist, würde ich gerne einiges von dir ausleihen. Und das wäre? Ich möchte auch ein Feld anlegen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir bis zu meiner ersten Ernte aushelfen könntest. Der Name, den der junge Besucher vorläufig erhält, ist Menzana. Vom lateinischen mens, sana, was so viel wie gesunder Geist bedeutet. Welche Bewandtnis mag es wohl mit dieser Namensgebung haben? Robinson hatte eine Idee. Bis zu seiner ersten Ernte wird mindestens ein halbes Jahr vergehen. Wenn ich für die ausgeliehenen Dinge Zinsen nehme und klug verwende, dann kann ich vielleicht schon bald aufhören zu arbeiten. Ach übrigens, um es gleich vorweg klarzustellen, Zinsen werde ich keine bezahlen. Bei Robinson blitzte der Gedanke auf.
dass er das geruhsame Leben eines Rentiers führen könnte, wenn er seine Vorräte verleiht und dafür Zinsen nimmt. Hä? Für mich gilt das Prinzip, einem vorhandenen Überfluss nichts hinzuzufügen. Hoho, wo hast du denn das her? Ist ja ein tolles Prinzip. Das muss ich mir aber noch schwer überlegen, ob ich dir überhaupt einen Pfund Weizen leihen mag. In Ordnung, überleg nur gut. Da habe ich große Mühen aufgewandt, um mir diesen Vorrat anzulegen und nun einfach so herzuleihen. Wo liegt denn da der Sinn? Was sagst du denn da? Auch wenn du keine Zinsen bekommst, wirst du dabei gewinnen. Menzana behauptet, dass er für die von Robinson ausgeliehenen Vorräte, sein Kapital, keine Zinsen bezahlen wolle. Robinson findet es ganz selbstverständlich, Zinsen zu verlangen. Wer von beiden hat nun recht? Menzana sagt, dass Robinson trotzdem einen Gewinn davon habe, auch wenn er keine Zinsen erhält. Wieso? Zuerst möchte ich mir Kleidung ausleihen. Die befindet sich in dieser Kiste. In dieser Holzkiste? Hey, das ist doch nicht etwa Hirschleder in dieser Kiste. Tja, was anderes habe ich leider nicht. In dieser Kiste ist es vorläufig von Sonnenstrahlung und Wind geschützt, aber von Zeit zu Zeit muss es mit Öl eingerieben werden, sonst wird es vom Schimmel befallen oder von Motten. Und was ist, wenn Ratten Lust darauf kriegen? Ja, ich verstehe das schon, aber wenn ich das alles mache, dann kostet das zusätzlich Aufwand und Mühe. Ja, aber das ist schon in Ordnung. Ich kümmere mich dann darum, nicht wahr? Menzana zeigt hier seine gute Absicht. In der Abgeschiedenheit der einsamen Insel braucht er als Hinzukommer die erste Person auf der Insel nicht mit ewiger Dankbarkeit überschütten. Hä? Was ist da in Ordnung? Bitte leih mir deine Kleidung. Wenn ich sie benutze, dann kommen keine Motten und kein Schimmel dran, oder? Wenn du selber wieder Kleidung brauchst, dann sag's mir einfach. Ich gebe dir dann welche von derselben Qualität wieder zurück. Wie wäre das? Ach so ist das. Du willst mir einreden, dass die Kleidung in der Kiste verderben könnte. Bye-bye. Na, warte doch. Wenn Robinson seine Kleidung nicht ohne Zinsen verleihen würde, würde sie bald verderben und unbrauchbar werden. Aber wenn er sie verleiht, ist er nicht mit den Kosten belastet, die er aufwenden muss, um den Wert der Kleidung auf den gegenwärtigen Stand zu halten. Das ist die Rechnung, die hier aufgemacht wird. So selbstverständlich die Sache ist, so ist es doch eine Tatsache, dass bis heute noch keiner von allen Zinstheoretikern diesen Vorteil erkannt hat. Sogar Pardon sah ihn nicht. Ich habe schon verstanden. Wenn man es so sieht, dann ist Zinslosigkeit kein Verlust. Du kannst die Kiste mit den Kleidern haben. Dann bräuchte ich auch noch etwas Weizen. Ah ja. Den habe ich dort auf dem Hügel in einem Erdloch vergraben. Oje, da kriechen ja schon die Würmer. Höchste Zeit, dass der Weizen bald durchgelüftet wird. Willst du den 3 Jahre an dieser Stelle vergraben lassen? Wie soll ich mich denn gegen alle die Bedrohung der Natur schützen, woran man alles denken muss? Robinson nimmt hier wahr, dass sein angespartes Kapital im Lauf der Zeit an Wert verliert. Das Kapital ist natürlichen Bedrohungen ausgeliefert. Weißt du, Robinson, in meiner Heimat breiten wir unser Getreide in trockenen Hütten, durch die der Wind blasen kann, auf dem Boden aus. Regelmäßig wird dann umgeschaufelt, sodass es immer gut durchlüftet wird. Natürlich halten wir uns auch Katzen gegen die Ratten und Mäuse. Auf diese Weise verlieren wir in 3 Jahren nicht mehr als 1/10 von dem Getreide. Aber auch wenn ich das gewusst hätte, wo soll ich denn die Zeit für diese Arbeit hernehmen? Bitte leih mir den Weizen unentgeltlich. Ich werde den Weizen bis zur eigenen Ernte verbrauchen und dir dann völlig frischen Weizen zurückgeben. Hier erkennt Robinson, dass er selbst dann einen Gewinn davon hat, wenn er sein Kapital zinslos verleiht. Ich verstehe. Ich leihe dir den Weizen hier, ohne Zinsen natürlich.
Aber bestimmt werde ich aber nicht allen Weizen benötigen. Also wenn ich dir 10 Säcke gebe und du gibst mir 9 Säcke zurück, wie wäre das? Na na, das wäre ja für dich ein Sackverlust. Komische Sachen erzählst du da. Ja, was sollen wir dann? Ich werde eine Hütte für den Weizen bauen und darauf aufpassen. Und wenn du für den Ausgleich für diesen Aufwand von 10 Säcken 2 bekommst, wäre das was? Robinson und Menzana haben nun ihre Standpunkte getauscht. Robinson geht sogar so weit, dass er Menzana einen Sack anbietet. Der Schiffbrüchige sagt aber, ich werde nichts hinzufügen und nichts abziehen. Oder in Gesells Worten, ich danke, denn das hieße ja mit Zins arbeiten, zwar nicht mit ausschlagendem positiven, sondern mit kürzendem negativen Zins. Aber mein Glaube verbietet den Wucher, er verbietet auch den umgekehrten Zins. Diese Einstellung hat er irgendwo gehört und so sieht er den Ausgleich in der Verrechnung mit menschlicher Arbeitsleistung. Ob man das dann hohe Zinsen nennt oder als Arbeitsvergütung bezeichnet, für mich ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ich vertraue dir den Weizen an. In Ordnung. Aber für das Anlegen eines Feldes brauche ich noch eine Schaufel, einen Schubkarren und noch verschiedene andere Werkzeuge. Klar doch, klar doch. Leih ich dir alles, ohne Zinsen natürlich. Die Dinge, die ich bis jetzt angesammelt habe, sind zu einer richtigen Last geworden. Im alltäglichen Leben muss man auf alle möglichen Dinge achten. Auf Schimmel und Ungeziefer, auf Ratten und so weiter. Ja, und dann drohen auch noch Stürme oder Dürrezeiten. Und bloß weil du die Sachen mir leihst, kannst du dadurch gewinnen, nicht wahr? Zu Beginn wollte Robinson Zinsen verlangen, aber seine Absicht schlug fehl. Jetzt hat er sogar ein Gefühl der Dankbarkeit, wenn er seine Vorräte zinslos überlässt. Wieso? So ist es, da stimme ich zu. Ich wundere mich bloß, wieso in meinem Land niemals jemand eine solche Rechnung aufgemacht hat. Wenn einer einem anderen was leiht, verlangt er immer einen Zins. Das liegt am Geld selbst. Am Geld? Weil es ein Zwischenvermittler für Waren und Dienstleistungen ist? So ist es. Das Geld ist ein Vermittler beim Handel. Aber es ist ganz anders. Das Geld ist nur ein Tauschmittel für Arbeitsleistungen und darin liegt die Ursache für die Zinsen. Robinson, wie lange lebst du schon auf dieser Insel? 30 Jahre oder so. Warum? Robinson hat 30 Jahre allein auf der Insel gelebt und sein Denken wird noch von der Lehre von Marx beherrscht. Was zum Teufel? Das ist ja schrecklich. Diese Denkweise ist doch so alt. Bis jetzt hat doch niemand sowas gedacht. Wenn man einen Überschuss an Gütern und Dienstleistungen produziert, dann sollte dieser Überschuss keine Zinsen bringen? Nope. Aber entsteht er dann nicht durch den Unterschied von Einkaufs- und Verkaufspreis beim Händler? Nope. Oh, was für ein Dummkopf ist mir denn da über den Weg gelaufen? Also sollen wir den Handel abschließen? Ich werde mir dort drüben ein eigenes Leben aufbauen und mich selbst versorgen. Und wie sollten deine angesammelten Güter dann einen Zins abwerfen? Es kann auch noch hinzugefügt werden, dass nach der theoretischen Ansicht vieler Wirtschaftswissenschaftler der vorherrschenden Richtung, dass Geld ein Medium sei, das die Rolle des Tauschmittels erfülle. Wenn das so ist, welches von beiden, Waren oder Geld, ist dann nötiger für die Welt? Das Geld spielt neben dem Tauschmittel tatsächlich noch eine andere Rolle, die marxische Betrachtungsweise von der Funktion des Geldes als Tauschmittel kann nach der heutigen Wirklichkeit nur als Märchen bezeichnet werden. Aber dieses Märchen muss in der Welt verwirklicht werden. Tatsächlich ist es das Geld selbst, das die Macht hat, Zinsen zu erwirken. Nein, nein, schon gut. Schließlich werden die vorsorglich produzierten Sachen im Wert nur abnehmen. Genau. Das ist aber schlecht, Menzana.
Auch ein Kaufmann, der dazwischen kommt, würde dasselbe sagen. Ein Leben von Zinsen ist ein Traum von einem anderen Traum. Da sehe ich dich und denke daran, von den Zinsen leben zu können. Kannst du das nicht verstehen? Ich habe Verständnis für deine Mühe, aber ich zahle keine Zinsen. Hahaha. Gut, gut, du brauchst nicht zu flüchten. Ich verlange schon keinen Zins oder sowas. Aber sag mir bitte eines. Was? Vorhin hast du gesagt, dass das Geld selbst die Ursache des Zinses sei. Wie kommst du dazu? Ah, gut, also zum Beispiel. Stell dir einmal vor, dass ein Mann zwischen uns tritt. Er besitzt keine Güter, dafür hat er aber Geld. Bestände hier auf der Insel Geldwirtschaft und ich als Schiffbrüchiger bedürfte eines Darlehens, so müsste ich mich nach Lage der Dinge an einen Geldgeber wenden, um die Dinge, die du mir soeben zinsfrei geliehen hast, zu kaufen. Diesem Geldgeber aber, den Ratten, Motten, Rost, Feuer und Dachschäden nicht bedrücken, kann ich nicht wie dir gegenübertreten. Den Verlust, der mit dem Besitz der Waren verknüpft ist, den trägt nur derjenige, der die Waren aufzubewahren hat, nicht der Geldgeber. Diesen berühren all diese Sorgen und die Beweise nicht, mit denen ich dich so mürbe gemacht habe. In einer Welt, in der überall das Geld als Zwischenvermittler fungiert, müssten Schiffbrüchige wie wir, die nichts besitzen, zuerst zu diesem Mann gehen und Geld von ihm leihen. Genauso sieht der Mann aus. Ah, ich verstehe. Der Zins, den ich von meinem Kunden erwarte, liegt in dieser Höhe. Dafür, dass er Geld verleiht, wird er Zinsen verlangen wollen. Wenn Sie mir Kleidung leihen würden, nur das. Weizen brauche ich, wenn Sie mir nur den leihen würden. No. Ich danke für Ihren Besuch, beehren Sie mich bald wieder. Diesen Mann kümmern deine Risiken der Lagerung nicht. Wollen Sie nicht ein Lagerhaus bauen? Ich gebe Ihnen einen ganz billigen Kredit. Du hast die Kiste mit den Fellkleidern nicht zugeschlagen, als ich dir jede Zinszahlung verweigerte. Die Natur des Kapitals machte dich zu weiteren Verhandlungen geneigt. Der Geldkapitalist aber schlägt mir die Tür seines Geldschrankes vor der Nase zu, wenn ich ihm sage, ich würde keine Zinsen zahlen. Dabei brauche ich das Geld an sich ja nicht, sondern die Fellkleider, die ich mit dem Geld kaufen würde. Das Geld ist keinen natürlichen Bedrohungen ausgeliefert und dies gibt dem Geldbesitzer die Macht, Zinsen zu kassieren. Dass der Bankmann dem Darlehensnehmer den Geldschrank vor der Nase zuschlägt, wenn dieser keinen Zins zahlen will und nichts von den Sorgen kennt, die die Besitzer der Waren oder Kapital drücken, das verdankt er nur der Übermacht, die das Geld an und für sich über die Waren hat. Und da liegt der wunde Punkt. Du hast mir einige Dinge zinslos geliehen und die Eigenschaft deines Kapitals besteht in seiner Verderblichkeit. Aber beim Geld ist das anders. Da sich der Wert des Geldes nicht ändert, kann er Zinsen erpressen. Bitte leih mir. No. Die Eigenschaft des Geldes selbst bringt die Zinsen hervor. Ja, und wenn es mit Kaufleuten zusammenkommt, wird es noch schlimmer, weil er ein unberechtigtes Kommissionsgeld nimmt. Nein, nein, das verhält sich ganz anders. Sie leihen sich von dem Mann Kapital, um Waren zu kaufen. Und natürlich nimmt er dafür Zinsen. Der Verkaufspreis für die Waren enthält dann auch diese Zinsen. Die wirkliche Ursache für den Zins liegt im Geld selbst. Es liegt an der Eigenschaft des Geldes, dass ein Geldbesitzer Zinsen bekommt. Auch wenn das Geld angesammelt wird, verliert es seinen Wert nicht. Ein Kaufmann denkt zum Beispiel daran, Waren zu beschaffen. Wenn ein Kaufmann Waren einkauft, hat er zu diesem Zweck Geld angesammelt. Der Geldbesitzer kann seinen Geschäftspartner beim Handel immer warten lassen. Der Kaufmann, der keinen Wertverlust
bei seinem Geld befürchten muss, kann aus dieser Überlegenheit des Geldes beim Handel einen Vorteil daraus ziehen. Die eingekauften Waren sollen beim Verkauf einen Gewinn erzielen. Wenn der Kaufmann von einem anderen Geldbesitzer Geld ausleiht und damit Waren beschafft, dann wird der verbleibende Rest nach dem Bezahlen der Leihkosten oder Zinsen als Handelsprofit bezeichnet. Auf diese Weise werden die Preise höher und um kaufen zu können, muss man erneut Kapital leihen und Zinsen bezahlen. Da lebe ich in dieser Welt und dachte immer, dass das Geld nur ein Tauschmittel ist. Wenn es nur ein Tauschmittel wäre, dann würde der Mann zwischen uns, ohne was zu sagen, Geld leihen. Nur so wird aus dem Geld noch mehr Geld gemacht. 20% Zins. Na, wie wär's? Ist doch billig, nicht? Noch irgendwelche Fragen? Im Originaltext von Gesell hat hier Robinson schließlich seine Einsicht gewonnen. Ha, wenn jetzt noch einer hier strandet, sollten wir dann nicht anfangen, Geld auszugeben? Also deshalb nehme ich ja noch keine Zinsen oder bekomme welche. Ich überlasse mein Kapital anderen und werde so zum Kapitalgeber. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Es liegt ja nur am Geld. Es ist halt einfach so. Ich werde gleich anfangen, Muscheln zu polieren. Ob danach auf dieser Insel noch weitere Schiffbrüche gestrandet sind, hat bis heute niemand erfahren. Alle weltlichen Dinge, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, haben die Eigenschaft, ihren Wert zu verlieren. Nur das Geld entflieht dem Gesetz der Zeit. Aber auch das Geld muss wie alle anderen Dinge dem Wertverlust unterworfen werden. Das Geld übt gegenüber allen anderen Dingen königliche Rechte aus. Da das Geld eine solche Macht besitzt, wird es von den Menschen begehrt. Das Geld ermöglicht jeglichen Austausch und erhielt auf diese Weise die Eigenschaft unendlicher Liquidität. Es wurde zu einem Mechanismus, der denjenigen einen Vorteil verschafft, die das Geld zur Verfügung stellen. Aber wenn wir heute das Geld erkennen, wie es wirklich ist, verstehen wir auch die Notwendigkeit, das Geldsystem zu reformieren.